Hallo und herzlich willkommen zu Mikis und Marys Filmuniversum. Heute mit dem versprochenen April-Kicken. Ja, wir sind mal wieder zu spät, aber ist auch egal. Wenn es alle zwei Monate kommt, freut ihr euch hoffentlich trotzdem. Bei uns ist natürlich alles schon ein bisschen älter, das ist das Problem. Wann haben wir eigentlich gesprochen? Ja, über Walking Dead Staffel 6 hatten wir schon gesprochen. Das hatten wir eigentlich Anfang April geguckt. Das ignorieren wir an dieser Stelle. Ich glaube, wir sollten mal hier unseren kleinen Tisch, ich hoffe, er steht jetzt nicht im Weg und ja, man sieht ihn nicht allzu groß. Wir kommen ein wenig zu spät, aber die Filme sind ja eh schon etwas älter. Also insofern, ob wir nur noch jetzt drüber reden oder vor einem Monat oder sowas, ist eigentlich auch egal. Wobei, wir haben auch neue Filme. Es sind auch ein paar dabei, die waren damals mal neu. Jetzt nicht mehr. Aber ist auch egal. Ich würde sagen, wir haben ja relativ viele Filme und werden das wahrscheinlich eh in zwei Teile teilen. Also wir haben ja einen Timer, wenn der timet. Wenn der piept, meine ich, dann machen wir einen Schnitt. Bei, ich glaube, was hast du erzählt? 21 Filme? Nee, 20. 20? 20 Filme? Wird das eh nicht in 30 Minuten geklappt. Hier, klappen haben wir lieber zwei kurze als ein langes. Genau. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen an. Ich kann oben einfach zugreifen, ja? Ich bin ja gerade selber überrascht. Ah ja, okay. Also, der erste Film ist mit einer Delle hier im Steelbook. Lockout! Haben wir das gesehen, die Delle? Ich hoffe. Lockout mit Guy Pearce. Ja. In der Hauptrolle nicht zu verwechseln mit einem der von, glaube ich, von Sylvester Stallone. Heißt auch Lockout, ne? Das ist egal. Es geht darum. Heißt Escape Plan. Nee, ist da nicht auch noch irgendeine Lockout? Ja, aber der war anders geschrieben. Es wäre Lockup, glaube ich, ne? Naja, ist egal. Auf jeden Fall ja. Guy Pearce. Ja, genau, meine Güte. Ist doch jetzt scheißegal. Wir haben keine Zeit. Guy Pearce soll in ein Gefängnis erstmal einbrechen und dann ausbrechen. Ne? Und ich habe keine Ahnung mehr. Empfang Nummer an. Na, Weltraum und Gefängnis und Ausbruch oder Revolte und Präsidententochter. Du sollst jetzt nicht mal die Zusammenfassung geben. Fang an, was sagst du? Ja, super. Also, einen dummen Spruch nach dem anderen von Guy Pearce. Ja. Also wirklich. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ziemlich dumme Sprüche. Also, er taucht auf und erstmal einen dummen Spruch. Ja. Das war aber auch gleichzeitig das, was mich an dem Film so ein bisschen gestört hat. Also, ich meine, nichts gegen coole Sprüche. Ich mag coole Sprüche. Aber er hat es also gefühlt nicht ernst genommen. Also, so wie es hier steht, cool wie nie Guy Pearce ist auf jeden Fall richtig. Der war nie besser. Das mag sein. Obwohl. Aber mich hat es schon ein bisschen genervt, wie cool er manchmal immer mit der ganzen Sache umging. Er kam ja nie wirklich ins Schwitzen oder sowas. Also naja, doch. Er war immer als so in diesem Luftschacht da, als er dann so meinte, ja, springen Sie doch. Ja, und was passiert dann? Naja, wir vermuten mal, dass es sie schweben lässt. Da war schon so dieses, aha. Ja, aber komm, das war vielleicht so. Naja, okay, ich springe. Nee, das hat er nicht so einfach gemacht. Na, aber das war mir so, also sag mal, selbst ein Bruce Willis in Stirb langsam hatte er seine Momente, wo er dann nochmal so seine menschlichen Seiten hatte. Und das hat mich halt genervt, so dieses, oh, ich bin ja der Ubercoole mit mir, ich mach das hier alles überhaupt nicht aus, Mensch, ich hau mal einen dummen Spruch raus. Das hat mich ein bisschen genervt. Deswegen habe ich dem hier noch 7,5 Punkte gegeben und das ist eigentlich auch schon fast zu viel. 8 Punkte sind nicht zu viel. 7 hätten auch gereicht. Nein, der war super, ey. Ich sag ja nicht, dass er scheiße war. Mich hat nur denn manchmal doch die fehlende Ernsthaftigkeit. Für das, was er sein wollte, war einfach mal richtig geil. Ja, machen wir gleich weiter, Kontrastprogramm. Dann haben wir danach, glaube ich, auch relativ kurz nachdem wir das Steelbook gekauft haben, den Film Sing geguckt. Und ich muss echt sagen, ich habe keine Ahnung, ob es zu sehen ist, aber ich hoffe, Sing halt, ne? Der Film, der war richtig geil. Der hat mich gut begeistert. Das Problem war hier eher, naja, was heißt Problem? Es haben schon alle gesagt, der ist oberaffenmäßig geil. Ich hatte Angst. Weil wenn jeder sagt, der ist richtig geil, 10 von 10, bla bla bla, und das haben irgendwie gefühlt alle in unserer Umgebung gesagt, habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich gefällt der mir. Ne? Weil dann geht man mit so einem großen Erwartungen ran und dann wird man meistens eher enttäuscht. Aber nein, der war wirklich gut. 9 von 10, 10 von 10 würde ich jetzt nicht sagen, aber hätte noch besser sein ging können, noch was, ne? Wenn er anders gewesen wäre. Ja, genau, da ging auf jeden Fall noch mehr. Vielleicht lag es daran, dass man durch den Trailer ein bisschen andere Erwartungen hatte, was die Story anging. Also ich habe echt gedacht, es ist mehr so DSDS, wie auch immer, die da im Ausland alle heißen.
also Casting halt, ne? Mit, also ich meine, es war ja ein Casting, aber ich habe eher gedacht, es ist so im Ganzen so eine Art Casting-Show. So wie halt American Idol und Co. War es aber nicht. Ist jetzt nicht schlimm gewesen, aber es war schon ein bisschen anders, aber sie haben das Ende gut hinbekommen. Weil es ging natürlich darum, dass die ja irgendwie so einen Preis gewinnen können und irgendwie gab es da jetzt kein wirkliches Arschloch dabei. Ne? Also alle Teilnehmer waren eigentlich, hat man Sympathien. Na ja gut, klar, sollte Umlauf waren ein bisschen das Arschloch. Die Maus meinst du, ja, aber selbst die war nicht wirklich Arschloch. Also es ist, man hat ja so dieses Ding gehabt, wie wollen die das denn jetzt innen lassen? Irgendwie möchte ich jetzt eigentlich, dass keiner von denen das Geld gewinnt. Ja, weil ja auch alle irgendwie gewinnen mussten. Sie haben das Geld, genau, und sie haben, also sie haben das Geld. Sie haben das Ende echt richtig gut hinbekommen und deswegen 9 von 10. Ne? Also eine richtige Empfehlung, schöne Musik. Ich finde ja am besten immer noch die Performance der Schweine. Das war mein Highlight. Der Schweine? Ja. Na hier, er und sie. Am Shake It Off. Die Musik, aber mir hat die Musik da auch nehmen. Und wer hat Shake It Off auch gerade erst gesungen? Weiß ich nicht. Rock oder was meinst du jetzt? Hm. Ja, meinst du eine Serie? Achso, okay. Ja, Sing. Willst du mal zum nächsten greifen? Ich möchte das nicht die ganze Zeit. Wir können ja mal kurz Seiten wechseln. Überraschung für alle, die die vorgespult haben. Ich stehe jetzt links. Rechts. Die nächste. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ja, auch gleich geguckt, nachdem wir ihn bekommen haben. Und auch da muss ich sagen, hat mich voll und ganz begeistern können. Ich hatte ein wenig Angst, weil ich mir dachte, ob das was wird, so hier Harry Potter Schiene aufspringen und so und ob mir das gefällt. Ja, ich war mir nicht so sicher, ob mir der Hauptdarsteller so gefallen wird, weil so richtig konnte ich jetzt auch mir nicht vorstellen, ob der da so richtig reinpasst. Aber es hat alles echt super gepasst. Aber wenn man nichts erwartet, also... Genau, wieder mit wenig Erwartung rangegangen. Weil man ja auch nichts erwarten konnte. Und eigentlich nur begeistert worden. Ich fand dieses Harry Potter Feeling war schön da und trotzdem war es was Eigenes. Das hat man gemerkt. Geht übrigens darum, Zauberer in Amerika. Also sag mal, es ist... im Prinzip das Harry Potter Universum, für alle, die jetzt gar keine Ahnung haben. 40 Jahre vorher, ne? Nur ein paar Jahre vorher, genau. Und halt nicht in England, sondern in Amerika. Und das fand ich halt interessant. So, wie ist es eigentlich in anderen Ländern? Ne? So, und, das ist ja total anders. Es ist teilweise wirklich schon sehr anders. Ne? Und das ist, das war echt cool, gut umgesetzt. Also so, sie haben was Eigenes reingebracht, aber gleichzeitig für die Nostalgiker unter uns quasi noch dieses Feeling mit reingebracht. Der Hauptdarsteller war auch, wie heißt er da? Dieser Steve Hawking? Newt Scamander? Nein, wie heißt der Schauspieler? Ich weiß nicht. Eddie irgendwas. Eddie der Igel. Keine Ahnung. Hat er gut gemacht. Colin Farrell hat auch sehr gut reingepasst. Colin Farrell. Da hatte ich auch so ein bisschen so Bedenken, ob der da wirklich reinpasst, weil ich, als ich gehört habe, der macht da mit, dachte ich mir so, hä? Graue Haare an der Seite? Der und zaubern, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, ne? Wie kann der, als wenn der auf einmal zaubern kann und so. Nee, auch der hat es echt gut gemacht. Das Einzige. Eddie Wiegel ist bekannt dafür gewesen. Das Einzige, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, verdammte Kacke. Genau, die fantastischen Tierwesen kamen ein wenig zu kurz. Da hätte man doch ruhig ein bisschen mehr machen können. Der Niffler, auch der Niffler war ein bisschen, wenig dafür, dass sie da eine ganze Figur rausgebracht haben. Aber der war natürlich wie immer ein kleines Highlight. Das heißt wie immer. Aber wenn man halt so ein Niffler, der Niffler ist übrigens für alle, die wieder nicht wissen, wovon wir reden, ist die Figur hier vorne drauf. Der Maulwurf. Der Maulwurf quasi. Sollte, glaube ich, wurde nur gebracht, damit er nicht. Das hat er natürlich auch nicht. Ja, aber sie haben ja noch 4 Filme Zeit, die mehr zu bringen. 4 Filme sollen es werden? Ja, 5. Also 5 insgesamt? Ja. Sollte erst 3 werden? Und dann haben sie gesagt, ach scheiß drauf, wir machen 5 Filme. Na, super. Also ich meine, wenn die alle so werden wie der erste, freue ich mich, aber... Es ist trotzdem bescheuert. Bescheuert, ja. Trilogien reichen eigentlich auch, ne? Das ist schon bescheuert. Zu denen haben wir echt lange nicht geguckt. Mich wundert es ja, dass wir den echt erst im April geguckt. Ich habe gerade den Februar, März geguckt. So fühlt er sich an. Loser! Warte mal. Loser! Passt ja zu der Mütze. Loser! Für Losers, ja. DC Comics. Vor allem auch die Farbe passt perfekt, ne? Also als wenn Rot einfach für Loser steht. Nein, um Gottes Willen.
ich werde doch jetzt nicht meine 49ers verarschen. Obwohl, nein, ich sind es nicht meine. Ne? Aber egal. Ein toller Film bist du. Ja, was denn? Sind ja nicht meine. Gönn mir nicht. Gehört jemand anderes, ich weiß aber nicht wer. The Losers. Wer hat da noch mitgemacht? Jeffrey Dean Morgan, Chris Evans. Ja, Chris Evans, genau. Zoe Saldana. Idris Elba. Jetzt muss ich mich mal wieder dran erinnern. Ich dachte echt, das ist schon länger her. Es fühlt sich an, als wenn es länger her ist. Ich habe auch so ein Kurzzeitgedächtnis. Es ist gut, wenn man Filme ein zweites Mal guckt, weil man lässt sich immer überraschen. Und denkt so, ach so, der war der Mörder. Hier ging es aber nicht wirklich um Mörder. Also, es geht um diese Elite-Truppe, die sollen was machen und werden verraten. Und dann glauben alle, sie sind tot und versuchen ihre Unschuld zu beweisen. Ich weiß, das war ganz schön abgedrehter Scheiß. Comic-Verfilmung halt. Comic-Verfilmung. Wurde auch so gefilmt, das war nicht so gefilmt, aber es wirkte teilweise sehr comicartig. Auch von den Figuren her und auch Auch mit diesen Einblendungen am Anfang. Genau. Also es ist ja hier angepasst an das Cover, quasi so dieser Titelschriftzug und die Namen und das alles. Und das war schon echt geil. Ich fand ja. Also ich weiß, der hat mich. Ich habe mich lange vor dem Film drücken wollen. Du hast ihn ja Gott sei Dank nicht groß vorgeschlagen, deswegen musste ich den gerne daran ablehnen. Und irgendwann haben wir uns so spontan dazu entschieden, ne? Das weiß ich noch. Das war eher so eine spontane Entscheidung. Und dafür hat er mir echt gut gefallen. 7 Punkte, aber auch mit Luft nach oben, würde ich sagen. Ja, nämlich mit Luft nach oben auf 8 Punkte, was der Film eigentlich verdient hat. Vielleicht beim zweiten Mal gucken, ich muss mal angucken. Ja, echt. Ich bin gerade über richtig viel Jeffrey Dean Morgan Filme wie eigentlich jetzt schon geguckt und auch in der Landung haben. Also es ist ja nie der ganz große Hengst gewesen in den Filmen, aber... Komm, Watchmen. Aber auch da war ja nicht die Hauptrolle. Die alleinige Hauptrolle. Auch hier bei Losers ist er ja nur einer von vielen. Ja, aber er ist schon, er steht schon. Aber er ist da schon der Leader, mehr oder weniger. Ja, das ist klar. Also, eine Empfehlung wäre Action-Comic-Verfilmung am Ala. Mit was kann man das vergleichen? Vielleicht so ein bisschen Green Hornet-mäßig, ne? So. Nee, nicht vom Inhalt her, sondern so von der Art. Nee, Green Hornet ist anders. Das ist eher so eine Action-Komödie, die halt auf dem Comic basiert. Ich wollte es jetzt aber in den Comic-Bereich vergleichen. Eher so Green Hornet-mäßig verfilmt. Also es ist ja eine Comic-Verfilmung. Also es geht jetzt darum, wie es verfilmt wurde. Nicht mit welchen anderen Action-Filmen der gleich ist. Hornet ist nicht so. Ja, fand ich schon. Oder habe ich es sehr ähnlich in Erinnerung? Jetzt nicht vom Inhalt. Nee, der war anders. Ah ja, okay. Gut, nächster Film. Der war auch wieder gut. Eigentlich haben wir sehr gute Filme am Anfang geguckt. Vor allem auch sehr neue Filme. Leider jetzt nicht mehr ganz so neu. Deepwater Horizon. Ja, mit Marky Mark. In der Hauptrolle. Ein wirklich gut umgesetzter Film. Über eine echte Katastrophe. Ich habe vergessen, wo es war. Auf jeden Fall eine Bohrinsel, die... explodiert und es geht halt um den Überlebenskampf der Leute auf dieser Bohrinsel und einer davon ist halt Mark Wahlberg und der andere der da glaube ich der technische Leiter oder sowas eine Art ist, auf jeden Fall ist er der Elektriker, genau, also weniger für das Bohren an sich, sondern eher um die Instandsetzung der ganzen Geräte und wer war das nun mal, diese große Öl-Dings da? BP? Mhm. BP, genau. Die dann Druck machen und quasi schneller zum Ergebnis kommen wollen. Weshalb und da ein dann paar auch, Sachen außer Acht lassen. Genau, weshalb dann auch am Ende diese Kacke am Dampfen ist. Aber wie die am Dampfen war. Sehr intensiv teilweise von der Umsetzung. Sehr viel... Aber es ist auch sehr viel... ne? Also an einigen Stellen vielleicht leicht... unübersichtlich, weil so viel passiert, dass man teilweise echt gar nicht mehr mitbekommt, was da alles passiert. Das ist immer das Problem bei solchen Filmen, finde ich, dass durch diese Action und diese schnell, kriegt man manchmal gar nicht mit, ach, der ist jetzt tot, habe ich gar nicht mitbekommen. Also muss man schon immer aufpassen. Ne? Also es geht manchmal ruckzuck. Oder man durch diesen ganzen Kladderadatsch habe ich auch einiges nicht mitbekommen, weil ich dann die Lippe nicht wiedererkannt habe. Naja, okay, aber passiert. Das sind zweite Filme, ich eine 9 von 10 mit ihm habe in diesem Jahr. 8,5 von 10. Ja, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht genau sagen, warum ich ihnen 1,5 Punkte Abzug gegeben habe. 1,5 aber Punkte von was? Ich habe ihm 8,5 gegeben. Deswegen habe ich ihnen 1,5 Punkte Abzug gegeben.
Weil ja, 10 ist maximal. 10, ja, aber für eine 10 wäre... Ja, ich meine jetzt, ich kann jetzt nicht genau sagen, warum anderthalb, aber das Ende war schon... Bisschen Pipi im Auge. Ja, das haben sie gut hingekriegt. Ich meine, man muss ja jetzt hier nicht irgendwie große Spoilerwarnung aussprechen, wenn man sagt, da ist vielleicht auch einer gestorben oder auch zwei. Ohne jetzt näher einzugehen, ob das jetzt ein Hauptdarsteller ist oder nicht. Aber, oder nicht. Aber es ist halt letztendlich so, da sind Menschen gestorben. Ne? Also das weiß man. Das ist jetzt kein Spoiler. Und das haben sie gut zum Ende umgesetzt. Also man hat wirklich Pipi in die Augen gehabt. Ich fand es auch gut, dass sie am Ende, glaube ich, sogar nochmal Bilder von den eigentlichen eigentlichen Personen mit eingefügt haben. Das finde ich nämlich immer ganz wichtig. Das finde ich schon immer sehr wichtig bei solchen Filmen mit realen Persönlichkeiten, dass man am Ende vielleicht schon nochmal den richtigen... Finde ich schon immer ganz schön. Brauche ich nicht bei jeder Art, aber okay. Ja, der nächste. Du wolltest gerade was reinhalten. Haben wir nicht. Die nächsten haben wir nicht. Sichtbar, weil es den nicht gibt. Nämlich, ich glaube, hat das jetzt irgendwie jeder geguckt. Weil nachdem, also als wir angefangen haben, es zu gucken, war es schon irgendwie in aller Munde, teilweise. Und danach war es teilweise noch, also bei mir auf der Facebook-Seite, war dann fast jeder dritte, vierte, fünfte Beitrag darüber. Also nicht von meinen Freunden oder sowas, sondern allgemein so, irgendwie, weil irgendwie jeder darüber redet. Na egal. Die Netflix-Serie 13 Reasons Why oder Tote Mädchen lügen nicht. Ist das eine Miniserie? Kann man das eine Miniserie nehmen? Nee, hat schon zu viele Folgen dafür. So oder so. Hat doch bald eine zweite Staffel. Hat 13 Folgen letztendlich, weil es 13 Reasons Why, ne? 13 Folgen. Es geht darum, ein Mädchen hat Selbstmord begangen, für alle, die es jetzt noch nicht wissen. Also ich meine, es hat sich ja, glaube ich, schon mittlerweile ganz gut rumgesprochen. Aber es geht darum, dass ein Mädchen Selbstmord begangen hat und Kassetten vor dem Selbstmord aufgenommen hat, also richtige Hörspielkassetten. Und da begründet hat, warum sie sich umgebracht hat. Und jede Kassette dreht sich um eine Person, die dran schuld sein soll. Und da kommen auch Sachen raus, ey. Da kommen Sachen raus, meine Güte, ne? Und jeder kriegt halt, jeder von diesen 13 Leuten kriegt diese Kassette nach und nach zugeschickt. Und wir sind jetzt bei einem der 13. Ohne jetzt drauf einzugehen oder näher eingehen zu wollen, welche Position er in dieser Reihenfolge nun hat. Ja, und er hört sich die an und man hört dadurch dann halt auch automatisch, was die anderen gemacht haben und wer damit inbegriffen ist. Das war echt ziemlich gut umgesetzt. Ist eine Romanvorlage, also dementsprechend als Buch nichts, ist nichts Neues. Limitierter, ja. Naja, im Buch hört er sich das alles in einer Nacht an. Und du hast nicht diese ganzen Flashbacks und Ausschmückungen, genau. Sondern der hört sich das halt wirklich nur an und du hast halt nur so seine Gedankengänge dazu. Ja, in der Serie ist es schon über Tage. Und auch ein bisschen aus, also er macht da Sachen in der Serie, die er im Buch nicht macht. Ja gut, aber du hast ihn schon komplett gelesen, das Buch, oder wie? Ja. Okay. Ist ja nicht dick. Ja, hat uns beide sehr begeistert. 9 Punkte. Wir beide waren uns da einig. 9 von 10 Punkte. Wirklich richtig gut umgesetzte Serie. Die Klimax ist da sehr gut. Also es wird immer schlimmer. Also je weiter wir kommen, desto schlimmer wird es eigentlich. Und auch der Selbstmord an sich ist im Buch anders. Der Selbstmord war an sich auch gut dargestellt. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob diese Serie irgendwie Leute animiert. Zum Selbstmord animiert oder das verherrlicht oder irgendwas dergleichen. Weiß ich nicht. Will ich mich nicht zu äußern. Mich hat es einfach... Also der Selbstmord selber war jetzt nicht schön. Ne? Also man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man jetzt... Also als nächstes Spoiler, in die Badewanne ja, man sieht, wie sie sich umbringt. Ja? Also, aber man will danach nicht gleich in die Wanne. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, oh ja cool, das will ich jetzt auch mal so machen, wenn ich sie umbringe. Ich probiere das auch mal aus. Nein, es war echt, also... Es war echt krass. Also sie haben es echt gut gemacht. 9 von 10 Punkte. Guckt euch das an. Geheimtipp. Ist es nicht mehr wirklich... für alle, die es noch nicht gesehen haben, ruhig angucken. Guckt es euch an, bevor eine zweite Staffel kommt. Das wird allerdings wahrscheinlich... Hätten nicht sein müssen. Zweite Staffel... Ist schon angekündigt. Wobei das Ende der Serie an sich ja schon noch Material übrig lässt für eine weitere Staffel. Aber das hat ja dann nichts mehr mit für den Wesen weit zu tun. Also mit den 13 Gründen von ihr, weil die haben wir ja schon. Ja, das wird ja jetzt auch überlegt, wie sie es fortführen. Eher wahrscheinlich was Eigenes. So.
Aber gut. Also da werden Andeutungen am Ende gemacht, was einige Personen angeht. Da könnte man schon was draus machen. Ne? Mal gucken. Ich möchte jetzt nicht andeuten, weil ich A, nicht mehr weiß, wie welche Person das war. Wie sie heißt, besser gesagt. Und B, ich möchte euch ja nicht die Vorfreude nehmen. So, wir machen weiter mit. Haben wir das auch? Nee, du hältst, nimmst es ja nicht, also haben wir es nicht. Achso, haben wir im Kino geguckt. Abgang mit Stil. Waren wir im Kino mit meinen Eltern. Warum eigentlich? Ostern. Ostern. Genau, wir wollten, es war Ostern und wir wollten einfach mal zusammen ins Kino. Sie hatten noch Gutscheine. Genau, die hatten noch Gutscheine und wir nicht. Also, wir haben das selber ausgegeben. Ja, Abgang mit Stil zu Fast and Furious 8 hat es leider nicht geklappt. Ich meine, ihr seht das ja in der Liste, dass es nicht geklappt hat. Also insofern kommt auch nicht noch. Oder ihr hört es jetzt an dieser Stelle. Aber Abgang mit Stil. Also Fast and Furious 8 muss auch keiner im Kino sehen. Abgang mit Stil ist wichtiger. Ne? Das ist besser. Das ist der Kinofilm. Nein, um Gottes Willen. War ein guter Kinofilm. Auch wenn es kein Film hätte sein müssen, den man sich im Kino angucken muss. Das ist ein Zach Braff-Film. Ein Zach Braff-Film mit Clint Eastwood? Nee, Clint Eastwood. Nee. Alles mitgemacht. Morgan Freeman. Mitgemacht. Wer war denn das von den ganzen alten Sachen? Ich weiß nur noch Morgan Freeman. Ich weiß, aber auch... Also ein Name steht hinter dir auf einer der Boxen, die da stehen. Ich weiß den einen Namen auf jeden Fall nicht. Also die Boxen, die vor den anderen Boxen stehen. Hä? Die jetzt? Na, eine von denen. Da steht ein Name drauf, der da oben mitspielt, der immer rumgetrollert hat. Ja, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ich sage nicht, dass er auf der Box steht. Das ist doch jetzt egal, wir machen hier kein Ratespiel. Sag du einfach. Michael Caine und Alan Arkin. Ach ja, Michael Caine, genau. Alan Arkin wäre ich jetzt nicht mehr drauf gekommen, aber Michael Caine. Der fehlte mir gerade komplett. Ich wusste komplett nicht, wie der ausgeschaut hat, der dritte, noch wie der heißt, noch irgendwas. Ist Michael ein Caine. Ja, ich habe gerade echt überlegt, waren das jetzt zwei Schwarze, ein Weißer? so oder so, drei alte Säcke. Die teilweise Geldnot haben und sich einfach mal denken... Nicht nur teilweise, die haben alle Geldnot. Ne, der eine jetzt nicht unbedingt. Ne? Doch, der hat Geld, die haben alle Geldnot. Ja, mehr oder weniger. Alle pleite. Alle nicht wirklich mit viel Geld daheim. Und denken sich so, ach meine Güte. Brauchen wir eine Bank aus, ja. Ja, dann kommt da noch irgendwas mit so einem Fonds, ihr Rentenfonds ist dann auch noch... Na, deswegen haben sie ja Geld. Genau. Also machen sie den Plan und wollen eine Bank ausrauben. Das war echt... Gut, lustig. Also es hat mir gefallen. Also wenn man sich drauf einlässt, hat man Spaß. Wenn man sich denkt, mein Gott, ist das bescheuert. Nee, aber er hat meinen Geschmack von Humor entsprochen. Ja, der kam bei den Kritikern nicht ganz so gut an. Ja, er war jetzt nicht komplett lustig, weil dadurch, dass er da schon, also eine alte Säcke, ne? Und das wird natürlich schon auch ein bisschen mit diesem, eigentlich sind wir schon relativ alt und sind kurz vorm Sterben und ja, sowas, und, ne? Viele Gags waren halt auch schon im Trailer. Ja, viele Gags waren im Trailer, aber trotzdem hat der mich gut unterhalten. Also ich habe 7,5 Punkte gegeben. Allein dieses ich habe nicht mit, viel erwartet von dem Film. Bleiben Sie stehen und er sagt dann so, ich bin nur außer Atem, das ist jetzt kein Schuldeingeständnis. Ja, da waren viele Sachen. Auch das Ende war dann wieder ein bisschen dramatischer, wie auch immer. Aber es war echt gut gemacht. 7,5 Punkte. Kann man machen, muss man nicht. Kann man machen, auch wie ihn mal kaufen werden. Wenn er billig ist, garantiert. Auf jeden Fall, ja. Dafür war gut genug. Nächster Film. Endlich geguckt. The Burning. Brennende Rache. Und nicht auch Bootleg Blu-ray. Nee. Haben wir auch gerade erst gekauft gehabt. Zu diesem Zeitpunkt war es auf jeden Fall erst gerade. Nee, der ist schon länger her. Es ist trotzdem noch dieses Jahr gewesen. Nee, der war letztes Jahr, ne? Ich glaube dieses Jahr. Haben den letztes Jahr? Der war schon länger. Der stand hier schon ein paar Wochen. Haben wir den zu Weihnachtsbörse geguckt? Okay, ich glaube ja. Entschuldigung, sehr unprofessionell. The Burning. Du bist für die Handlung zuständig. Ich würde sonst zu viele verraten. Clumsy, nee, wie heißt der? Cropsy wird abgefackelt. Cropsy ist Hausmeister? Oder irgendwie sowas in so einem Sommerlager? Wird abgefackelt. Überlebt, leicht angekokelt und rechtlich halt. Seit Freitag der 13. im Prinzip, nur ohne Freitag und ohne Jason.
Und dass der Typ abgefackelt wurde und nicht erseucht wurde. Ja. Weil ja. Hatte Genre nicht neu erfunden? Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Kam Freitag der 13. vor dem raus? Ja. Gut, dann hat er wirklich nicht neu erfunden. Der wurde quasi gemacht, weil sie gemerkt haben, oh, so eine Filme haben ja Erfolg. Dann machen wir den mal. Der ist auch nicht schlecht. Der ist auch. Ja, da ist aber auch nicht viel hängen geblieben. Ne? Aber 7 von 10 Punkten habe ich ihm damals gegeben. Er ist auch nicht so brutal, wie man ihn sich jetzt denkt. Mhm. Also man denkt ja so, oh, der ist ja bis heute beschlagnahmt und alles. Mhm. Der ist echt nicht so brutal, einfach, wie man es gedacht hat. Wenn der neu geprüft werden würde, wäre er wahrscheinlich ab 16. Na, 18 vielleicht noch, aber aufgrund der Thematik. Ja, eher wegen den Tötungssachen. Ja, aber die waren gar nicht so explizit. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet bei 7 von 10, nichts Besonderes, aber unterhält trotzdem. Also, auch wenn man Freitag der 13. schon gesehen hat. Und wenn man auf sowas steht sowieso. Ne? Also wenn man jetzt natürlich schon mal Freitag der 13. dachte, oh mein Gott, was ist das für. Aber wir haben beide 7 Punkte. Ja, waren uns einig. Hat uns nicht vom Hocker gehauen, aber schlecht, scheiße war er nicht. Der war herrlich bescheuert. Bekloppt. Obwohl ich ihm gar nicht so viele Punkte gegeben habe. Verrückt. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, warum ich ihm nur 6,5 Punkte gegeben habe, aber ich glaube, mir fehlt am Ende. Ja, wahrscheinlich wegen diesem Ende einfach. Also, Anthony LaPaglia spielt einen Serienkiller, aber irgendwie ist man sich ja eigentlich nie sicher, dass er es ist, weil man sieht das ja nie. Genau. Aber irgendwie ist man sich doch sicher und seine Frau ist sich auch sicher und die ist dann aber auch irgendwie bekloppt und es war. Ja, sie findet das irgendwie heraus und. Ja, arrangiert sich dann irgendwie damit und. Ziemlich. Also, er ist, der war relativ ruhig, jetzt gar nicht so sehr auf dieses Ermordet durch die Gegend. Kam eigentlich eher so. Ging wirklich eher um dieses Zusammenleben. Es geht mehr um die, Good Marriage halt, ne? Um die Ehe der beiden. Und da hätte man schon noch mehr draus machen können. Aber für einmal angucken war der schon nicht verkehrt. Aber er hat mich jetzt auch nicht so sehr am Fernsehen gefesselt. Ich glaube, ich habe mich vielleicht nicht ganz so sehr ablenken lassen, trotzdem. Aber ich habe gedacht, er ist mehr horrormäßig. Also mehr so Gruselfaktor-Dings. Aber ja, mehr Psycho. Er war halt eher zu wenig Psycho, um wirklich Psycho. Ja, also es fehlte von allem so ein bisschen. Er war nicht Fisch, nicht Fleisch. Genau. Aber er war gut. Also 7 Punkte. Genau, ich habe 6,5 gegeben. Kann nicht sagen, warum jetzt nur 6,5. Aber ich weiß, er fehlte halt am Ende noch irgendwas. Der war auch gut, aber auch irgendwie komisch. Aber der war besser als A Good Marriage. Ich habe zumindest einen halben Punkt mehr gegeben. Auch da Thematik. Serienkiller. Ja, wir hatten da irgendwie so eine Zeit. Ne? Ja, ne, wir hatten da auch viele Filme stehen. Aber da ich kommt hab auch noch ein Film mit Singen und so. Ja. Einer, den habe ich ja auch unabhängig von dieser Liste geguckt, weil du den nicht mitgucken wolltest, aber das jetzt nur so am Rande. Frozen Ground. Genau. Jetzt reden wir über Frozen Ground. Hier geht es um Alaskas ersten Serienkiller, ne? Genau, um Alaskas ersten Serienkiller, um Nicolas Cage, der ihn jagt. Und um John Cusack, der der Serienkiller ist. Jetzt wollte ich sagen, der vermeintlich. Man weiß das doch von Anfang an. Man kriegt es recht früh mit. Es steht sogar hier drauf. Ja. Stimmt. Hier in dem Fall ist es wirklich nicht ganz so. Aber das Komische, was ich hier fand, ist, ich habe bis heute nicht gepeilt, wie die auf den gekommen sind. So. Also irgendwie, die ermitteln und irgendwie ist von Anfang an klar, der ist es und wir müssen irgendwie Beweis finden. So, nee, aber er war ja in älteren Fällen, glaube ich, verdächtig. Aber für Nicolas Cage war ja sofort klar, das ist sein Mann. Ja, er hat ihn wahrscheinlich gesehen und so, der ist es. Aber die haben sich ja nie gesehen, das ist das Ding, er hat nur ein Foto von ihm gesehen. Ja, das hat schon gereicht. Die haben sich ja erst gesehen, als sie ihn einmal verhaftet haben. Genau. Ja, also er ist wir müssen es ihm beweisen oder ihn irgendwie beführen. War auch halt gut, aber... Nee, sehr gut. Also, auch da so, geht so durchaus Film, mehr. Den guckt man mal, aber guckt man kein zweites Mal. Wer auf so einen Serienkiller, so ein bisschen wie Insomnia. Nur nicht ganz so gut. Okay. Mit Al Pacino und Robin Williams. Also wer auf so eine Filme steht, der wird da. Müssen wir uns mal angucken. Ist ja eine Schande, dass du den noch nicht gesehen hast. Aber auch so von dem Gefühlsding nur, ohne dieses Insomnia, also ohne diese Schlaflosigkeit. So dieses so ein bisschen entspannter alles. Insomnia kenne ich nur als Buch, aber da ging es um was anderes. Müssen wir uns mal angucken. So, ich würde sagen, wir haben jetzt, glaube ich, die Hälfte ungefähr. Nee, 2, 4, 6, 8, 9 Filme kommen noch. Da machen wir einen kleinen Schnitt
gibt's im nächsten Video, würde ich sagen. Gott, ne? Wir haben eine halbe Stunde gebraucht. Also, Becker klingelt auch gleich noch. Seid gespannt, wann der nächste Teil kommt. Wir sind übrigens immer noch vorm Urlaub. Das heißt, nein, ich bin im Urlaub. Du bist schon im Urlaub. Wir haben jetzt mittlerweile Samstag. Das war Es gibt übrigens eine App, die, wo der The Rock weckt, ne, mit einer Stimme. Er macht so bing, bing, bing. Also mit seiner Stimme. Also er macht bing, bing, bing? Ja, irgendwie so. Also ich habe die noch nicht. Es war heute Morgen Thema im Frühstücksfernsehen irgendwie. So, ich muss dann nochmal googeln. Ich hätte die nämlich gern. Ich finde das lustig. Wir drehen jetzt sofort den zweiten Teil. Wenn wir es schaffen, laden wir alles hoch und machen es vielleicht im Urlaub online. Wir sind übrigens schon 30 Minuten, du solltest also einfach mal fertig werden. Wir haben noch 2 Minuten Puffer, also es ist nicht ganz so schlimm. Also, danke fürs Einschalten. Wir melden uns ganz bald wieder. Mai wird auch irgendwo noch abgedreht, vielleicht nicht mehr vor dem Urlaub. Vielleicht doch, mal schauen. Vielleicht drehen wir auch nur Juni ab. Vielleicht drehen wir auch noch Juni, ja, den einen Film, Serie, was auch immer im Juni ab. Wir melden uns wieder, habt Geduld und ja, ich gehe jetzt hinter die Kamera, quassel noch irgendeinen Scheiß daher und sage Tschüssi. Tu jetzt auch mal. Was? Na, tschüss sagen. Tschüss. Bisschen freundlicher. Lach mal in die Kamera. Ja. Oh. Und dann fertig. Na gut. Tschüss. Ups.